Sei gegrüßt. Mein Name ist Birgit Schachner und im Folgenden hörst du eine Folge aus meiner Podcast-Serie Seelengefährtin. Viel Freude! Letztens wachte ich morgens auf und fühlte mich wie ein neuer Mensch. Meine Körperhaltung hatte sich sogar verändert. Die Wirbelsäule schien aufrechter zu sein. Ich hatte mehr Platz im Brustraum. Ich konnte freier atmen. Dadurch bekam ich auch besser Luft und mein Körper, besonders mein Gehirn, wurden besser mit Luft versorgt. Das führte dazu, dass mein Geist klarer war und sich ausdehnen konnte. Ich spürte Durchlässigkeit und Leichtigkeit. Es war ein neues Lebensgefühl und das über Nacht. Wie kann das sein? Du stimmst mir gewiss zu, dass dies ein Erlebnis ist, das man gemeinhin als positiv bewerten würde. Obwohl ich dankbar für diese Erfahrung bin, sind die Zustände, die ich viel öfter nach dem Aufwachen morgens erlebe, so, als hätte ich nachts einen Garten umgegraben oder zumindest die halbe Welt gerettet. Ich will damit sagen, dass ich manchmal total gerädert wach werde, obwohl Schlaf doch der Erholung dienen sollte. Oft ist mir beim Erwachen nach so einer Nacht in den Sinn gekommen, dass ich nachts unterwegs war, um zu arbeiten. Energetisch arbeiten natürlich. Arbeiten im Sinne von anderen als Geistkörper zu helfen. Es hingen noch Eindrücke und Bilder in meiner Erinnerung, durch die ich zu diesem Schluss kam. Na, und dann wundert es nicht, dass ich geistig erschöpft war, denn auch geistige Arbeit kann anstrengend sein. Dann stieß ich irgendwann auf einen weiteren Erklärungsansatz. Ich stieß auf das Thema Verbindung zu parallelen Existenzebenen. Tatsächlich wurde ich bei einem Seminar sehr direkt auf das Thema gestoßen. Es wurde jedoch nicht näher darauf eingegangen, weil von 100 Leuten im Raum offenkundig nur 3 direkt betroffen waren. Um wissenschaftlich darüber zu reden, fehlt mir tatsächlich genug Wissen darüber. Ich kann also nur meine intuitiven Gedanken und ein paar wenige Informationen, die mir zugetragen wurden, zusammenführen. Dass wir Menschen multidimensionale Wesen sind, habe ich mittlerweile begriffen und ich hoffe, du auch. Wir haben viele nicht-materielle Schichten um uns herum, die sich im physischen Körper treffen, wann und wie wir wollen. Der Astralkörper, so wird der energetische Körper gemeinhin genannt, geht nachts auf Reisen. In einem Buch las ich, dass er dabei durch ein energetisches Kabel mit dem physischen Körper verbunden ist. Kennst du das Phänomen des Fallens, das zum Aufwachen führt? Es lässt sich dadurch erklären, dass wenn der Astralkörper aus irgendeinem Grund sehr schnell wieder in den physischen Körper zurückkehrt, wir das Gefühl haben, dass wir fallen. Ich glaube, wenn zum Beispiel die Katze auf uns draufspringt, wenn wir schlafen, passiert so etwas. Das Kabel zieht unseren Geistkörper, der irgendwo auf Reisen ist, wieder zurück in den physischen Körper. Das kann Schwindelgefühl oder starkes Herzklopfen mit sich bringen. Und vielleicht hast du so etwas auch schon mal erlebt. Dass unser Energiekörper sich vom festen Körper löst und in anderen Dimensionen unterwegs ist, kann ich mir dadurch sehr gut erklären. Wenn ich an dem Punkt weiterdenke, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass er verschiedene Existenzen bewohnt, und zwar jenseits von Zeit und Raum. Ich habe gelernt, dass wir alle viele parallele Existenzen haben. Was wir hier auf der Erde als unsere Existenz erleben, ist lediglich ein kleiner Bruchteil dessen, was wir wirklich sind. Aber das, was wir hier erleben, ist das, was im Moment für uns am wichtigsten ist. Das Menschsein verdient unsere volle Aufmerksamkeit. Wenn wir schlafen und unser innerer Kritiker ruhig ist, haben wir die Möglichkeit, die Verbindung zu diesen parallelen Existenzen leichter zu spüren und uns verbunden zu fühlen. Träume können ein Türöffner sein,
weil die Grenzen vom Wachzustand zum Schlaf verschwimmen und wir diese leichter wahrnehmen. Parallele Existenzen entstehen schon allein dadurch, dass es viele verschiedene Möglichkeiten einer Zukunft, Gegenwart und auch Vergangenheit von uns selbst gibt. Je nachdem, was wir für Entscheidungen treffen. Da uns der freie Wille zur Verfügung steht, erschaffen wir unsere Wirklichkeit immer wieder neu selbst, um weiterzulernen und zu wachsen. Dabei finden auch Existenzen, die nicht diese Dimension betreffen, ihren Platz. Es kann sein, dass traumatische Erlebnisse uns auch in parallele Existenzebenen katapultieren oder wir diese gezielt nutzen, um an Lösungsstrategien zu arbeiten. Wir lernen zum Beispiel Selbstheilungsstrategien zu verstehen und anzuwenden oder auch Strategien zur Selbstermächtigung. Diese werden zurzeit besonders gebraucht, da immer mehr Menschen aufwachen und sich entscheiden, die Vorgabe der Obrigkeiten in Frage zu stellen. Unsere Seele führt uns praktisch in die Verbindung zu unserer Multidimensionalität und lässt uns die verschiedenen Versionen von uns selbst erforschen und erkennen. Manchmal können wir auch in anderen Existenzen etwas erleben, was uns hier in diesem Leben beeinflusst, blockiert oder irritieren könnte. Unser hochintelligentes Körper-Geist-Seele-System ist jedoch auf Evolution programmiert und schafft es, sogar ohne dass wir die genaue Ursache vom Trauma kennen, dies aufzulösen. Es ist ein natürlicher Impuls unseres Menschseins, nach Heilung, Ausgleich und Licht zu streben. Wir machen all diese Erfahrungen in den verschiedenen Dimensionen, um zu lernen und die existenziellen Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen zu verstehen. Dadurch kann auch persönliches Trauma erlöst werden. Je mehr persönliches Trauma erlöst wird, desto weniger muss es ans Kollektive weitergegeben werden. Genau das geschieht in unserer Zeit gerade sehr intensiv. Es sind zurzeit so viele Lichtarbeiter wie selten zuvor inkarniert, die am Werk sind. Sie helfen dabei, die Menschheit zu befreien. Wenn du vielleicht das nächste Mal morgens gerädert aufwachst, denke also daran, dass du möglicherweise für eine gute Sache gearbeitet hast. Es freut mich, dass du diesen Podcast hörst. Vergiss nie, dass du einen Unterschied in dieser Welt machst und geliebt bist. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de. Übrigens ist mein neues Buch Wir sind viele zu bestellen beim amadeusverlag.de.